Was haben wir denn hier? Ein Zettelchen. Das sieht wie eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester aus. Genau wie in meinem Traum. Alles sehr seltsam. Ihr Albtraum handelte also von ihrer Schwester, kann das sein? Ich habe immer wieder den gleichen Traum gehabt. Eine Art Krankenhaus. Überall Blut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich dort schon einmal war. Dieser Ort sieht sehr bekannt aus, aber ich war noch nie zuvor da. Das macht doch keinen Sinn. Vielleicht doch. Hier ist was zugenagelt und die... Was waren das für Geräusche? Und warum ist die Brechstange kaputt gegangen, nachdem wir die Scheibe eingeschlagen haben? Ich frag nochmal. Der Ort scheint schon einige Jahre verlassen zu sein. Was haben wir hier? Oh. Was bist du denn? Augenemblem? Okay. Der Besen ist kaputt. Der Stiel ist verrottet. Okay, müssen wir irgendwie ein Stück Holz finden. Ach nein, das sieht ja super aus. Als erstes sollte ich die Treppe reparieren. Wer geht in ein Haus rein, in so einer Bruchruine, und wird erstmal die Treppe reparieren? Das verstehe ich nicht. Übrigens, ich nehme hintereinander auf und werde das denn so schneiden. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Schlimm? Auf dieser Karte kannst du deinen momentanen Standort sehen und schnell zu anderen Standorten reisen? Dein momentaner Standort ist mit einem Stern markiert. Standorte, an denen du Aufgaben erledigen musst, sind mit den Ausrufezeichen markiert. Wähle einen Bereich aus, zu dem du reisen möchtest. Also hier werden wir wahrscheinlich noch die Treppe reparieren können. Ich gehe mal eigentlich davon aus, dass wir hier auch noch was machen müssen, weil da vorne war ja der Kasten, den wir noch nicht aufgekriegt haben. Und hier ist eine Tür. Es ist zu dunkel, ich brauche etwas Licht. Kannst du haben? So. Zeig ich mal her. Nehmen wir eine andere Sicherung. Und welche Sicherung leuchten so? Ja, die Sicherung ist weg. Okay. Also wir müssen eine Sicherung suchen. Sieht das richtig? Das Haus werde ich nicht sicher nicht im Dunkeln. Was? Ich brauche. Das Haus werde ich sicher nicht im Dunkeln anschauen. Da ist Licht. Okay, wir brauchen anscheinend. Abgeschlossen. Ich muss einen Schlüssel finden. Wir müssen irgendwie Licht machen. Oder sehe ich das falsch? Hier war nichts weiter zu erledigen. Hier kommen wir nicht hoch. Was haben wir hier? Ein Bild ihrer Schwester. Und ein Schlüssel dahinter. Können wir das Bild nochmal sehen? Nee. Ich vermute mal, der wird jetzt hier reinpassen, wa? Oh, einmal. Okay, kommen wir da wenigstens im Dunkeln rein? Ja. Hinweis. Glitzern zeigen wir... Wimmelbild 10 an. Da haben wir ein Wimmelbild, okay. Wer hat da einen Hammer in den Fernseher reingehauen? Kann man hier? Ich habe eine Seite aus dem Tagebuch meiner Schwester gefunden. Den Anschein werden die Heilanstalt vor Jahren geschlossen. Achso, dem Anschein wurde die Heilanstalt vor Jahren geschlossen. Aber wer antwortet dann meine Briefe? Sie haben mir unzählige Einladungen geschickt. Darkfields Heilanstalt, Mann, Alter. Ich glaube nicht, dass ich den anfassen sollte, wa? Der Metallgriff eignet sich hervorragend, wenn man durch den Stromschlag getötet werden möchte. Na, okay, wollen wir jetzt nicht. Wir sind ja nicht hierher gekommen, um gleich getötet zu werden. Dies könnte sicher mit dem grünen Gegenstand öffnen. Was? Mit einem dünnen Gegenstand, okay. Haben wir einen dünnen Gegenstand? Ein Bildfragment wird wahrscheinlich nicht dafür gut sein. Ach, guck mal hier. Ein Schraubenschlüssel, den wir nicht nehmen können, weil der hinterm Glas ist. Und hier brauchen wir einen Spezialschlüssel.
Hoffentlich merke ich mir das am Ende alles. Was haben wir hier? Briefträger. Er arbeitet bei einem lokalen Unternehmen. Wenn man dort anruft, dann stellen sie die Post umgehend zu. Warum hat Hertha mir den Brief als Eilpost geschickt und nicht einfach angerufen? Meine Telefonnummer steht da im Telefonbuch. Sie hätte sich ganz einfach finden können, wenn es wirklich dringend war und sie Probleme hatte. Warum ist sie dann nicht selbst zu mir gekommen? Und wann? Und wenn der Brief heute Abend versendet wurde, warum sieht dieser Ort aus, als wäre hier schon seit Jahrzehnten verlassen? Ja, warum sieht das hier so aus? Ja. Oh, da steht ja was. Was zum... Ja, was zum... Trail of Alchemy, that's know all my secrets. Okay, haben wir noch was hier? Ganz schön dreckig. Auf jeden Fall hat hier jemand in den letzten Jahren gelebt. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Bildchen. An sich sieht das Glas... was? An sich wäre es, das Glas zu zerbrechen. Wir haben Schraubenschlüssel. Oh, ein Gesicht. Was, wenn darunter etwas Scharfes ist? Ich sollte besser einen Pinsel benutzen, um den Sand wegzufegen. Was? Nimm den Sack hoch, kipp aus und dann ist fertig. Ich sollte zuerst die fehlenden drei Schrauben finden. Weil der Griff ab ist oder was? Was haben wir hier? Knöpfe. Ein Sieb. Okay. Und ein Pinsel. Damit können wir doch bestimmt jetzt den Sand da durchsieben. So ein Pinsel wollte er ja, ne? Ah. Ein Hammer. Und da ist ein Gesicht drunter oder was? Sieb? Nein. Klirr. Okay. Was haben wir jetzt hier? Ein Tuch. Ein Taschentuch. Und eine Kiste, die wir wieder nicht aufkriegen, weil wir einen Schlüssel brauchen. Ist hier sonst noch was? Nein. Hier noch irgendwas? Hier können wir immer noch hin. Aber hier ist nichts weiter, oder? Ich glaube nicht, dass wir mit einem Sieb die Knöpfe sieben müssen. Und mit einer Hammerreform bringt wahrscheinlich auch nichts. Kann man mit dem Hammer die Nägel ziehen? Wahrscheinlich auch nicht. Weil das kein Hammer ist, mit dem wir... Nägel ziehen können, aber hier ist immer noch so flimmerig. Wir können hier auch überall noch aufklicken. Okay, Flasche. Die Flasche ist zu schmutzig. Wir haben noch ein Taschentuch, der macht es sauber. Da sind Schrauben drin. Da sind zu viele Scherben im Sand, um die Schrauben mit bloßen Händen aufzuheben. Ernsthaft? Na? Dann haben wir die Schrauben. Und dann müssen wir die wahrscheinlich nur anschrauben. Ein Schlüssel. Kriegen wir damit die Schatztruhe auf? Super. Was haben wir hier? Dies könnte nützlich sein. Was ist denn das? Lineal. Bretter. Können wir die auf die Treppe legen? Na? Eins von vier. Ach so, wir brauchen noch vier Bretter. Da oben glitzert was. Ich kann nicht weitergehen. Okay. Hier können wir auch nicht weitergehen, ne? Da ist auch ein Brett, aber das kriegen wir nicht, weil es dunkel ist. Wir brauchen eine Sicherung. Wir haben nichts für eine Sicherung. Oder können wir das Lineal da reinhauen? Leitet ja Strom, ne? Ich versuche besser etwas anderes. Na gut. Ich fand die Idee super. Es wurde sicherlich ein Kurzschluss verursacht. Ich schaue mir besser den Sicherungskasten an. Haben wir ja gemacht. Können wir hier sonst noch irgendwas anklicken? Nein.
können wir nicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Kann man mit den Schraubenschlüssel, den wir nicht mehr haben, das Ding aufmachen? Nee. Das würde voll funktionieren, wenn ich die Ecke vom Lineal da reinhaue. Gut, da kommen. Aber wir könnten den Schrank öffnen, ne? Da wollten sie ja ein dünnes Teil haben. Ein Cuttermesser und eine Sicherung. Die können wir gut gebrauchen. Cuttermesser auch. Cuttermesser kann man immer gebrauchen. So, dann machen wir mal die Sicherung da rein. Und dann sollten wir ja vielleicht Licht haben. Repariere die Sicherung. Stecke die Sicherung ein, schalte das Licht an, indem du den Schalter betätigst. Muss man hier noch was machen? Okay, Zufall. So, ein Brett. Dann haben wir doch schon mal zwei. Ja. Ein Anrufbeantworter. Das ist ein Ort aus dem Albtraum? Okay. Hier ist alles ein Albtraum. So, da werden wir bestimmt ein paar Schlüssel brauchen. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Ach, Mann. Entschuldigung. Die Tür bleibt zu. Mann, hab ich mich erschrocken. Ey, was kommt denn jetzt plötzlich hier... Da läuft die einfach durch die Gegend. Die Flecke lassen sich mit Blut in den Adern gefrieren. Ja, okay, so gruselig finde ich das jetzt nicht. Die Glühbirne fehlt, also wir brauchen noch eine Glühbirne. Die Baulampe, die verbraucht ganz schön viel Energie. Okay, aber die ist nicht angeschlossen, ne? Gehen wir erstmal weiter. Haben wir da noch ein Brett zufällig? Okay, dann fehlen uns nicht mehr allzu viele. Gummihandschuhe. Immer gut. Was haben wir hier? Ich habe es gelesen. Nette Geschichte. Leider viel zu kurz. Mystery Valley. Okay. Wasserhahn. Das Wasser wurde noch nicht abgestellt. Hier könnte ich etwas befeuchten. Was haben wir da? Was? Okay, bestimmt irgendwas ganz Wichtiges. Sämtliche Messer fehlen, hoffentlich hat das nichts zu bedeuten. Wer weiß das schon? Sämtliche Messer fehlen in der Löffelabteilung. Ach du Scheiße. Die kann ich nicht aufmachen. Wenn ich den zumache, geht das. Okay, aber nicht weiter drinnen. Kann man hier irgendwas nehmen? Holly. Dahlia. Da haben wir es wieder. Dahlia, ne? Das ist mein Name. Aber wer ist Dahlia? Da wird doch denn ihre Schwester sein, oder? Haben wir hier schönes verrostet. Ja, okay. Dann können wir uns die Dose natürlich nicht angucken, wenn es verrostet ist. Der Griff ist Klebeband weg. Ich muss ihn entfernen. Dafür hatten wir ein Cuttermesser. Aber warum musst du das Klebeband entfernen, um in den Kühlschrank reinzugucken? Was haben wir hier? Schwarzlicht. Wer packt eine Glühbirne bitte im Kühlschrank? Hier geht Spinnenweben. Scheint nicht zu funktionieren. Na, normalerweise würde ich sagen, das funktioniert schon. Du willst nur nicht. So, die Dose, da kann man nichts machen, ja? Da können wir nicht reingucken. Was haben wir denn da, Schönheit? Ein Hampelmännchen. Da fehlt ein Arm, okay. Können wir den Bleistift mitnehmen? Können wir.
An diesem gruseligen Ort schalte ich sicher nicht das Licht aus. Okay, sehe ich ein? Würde ich auch nicht unbedingt.